Über 800 Jahre Geschichte lagen da im Boden, weil diese älteste Kirche, glaube ich, von Berlin, wenn ich mich nicht irre. Genau, wahrscheinlich die älteste Kirche von Berlin, diese Petrikirche. Und gleich daneben die Fundamente einer Schule, der Lateinschule, die zur Kirche gehörte. Ringsrum der Friedhof der Kirche und hier auf dieser Seite das Rathaus. Da hat man also mehrere Jahre dann gebuddelt an dieser Stelle. Und weil wir als Kirchengemeinde, weil es unser Gemeindegebiet ist, angefragt waren, da vielleicht an die Stelle der alten Kirche eine Kapelle zu setzen, irgendwas, was daran erinnert, dass das eine Kirche war, haben wir angefangen, darüber nachzudenken. Und das Erste, was uns eingefallen ist, war, dass es nicht viel Sinn macht, noch eine Kirche dahin zu bauen. Wir haben eine tolle Kirche unweit von dieser Stelle, am ehemaligen Neuen Markt, die Marienkirche. Und dann dachten wir, nee, heutzutage in Berlin, die Mehrheit ist konfessionslos, ist säkular. Wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Irgendwas, was zur Stadt von heute passt. Ein Thema, was die Menschen heute bewegt. Hinzu kam, dass wir hier hinten in einem Gebäude eine Kita haben. Und in dieser Kita kamen immer mehr Eltern mit muslimischen Kindern. Also wir haben schon gemerkt, die Bevölkerungsstruktur verändert sich hier in diesem Gebiet. Und in einer Gemeindeversammlung haben wir es dann frei diskutiert. Und es kam die Idee auf, wenn man dort ein Gebäude errichtet, dann eins für mehrere Religionen, wo also drei oder mehr Religionen unter ein Dach gehen. Es gibt mehrere solche Zentren in der Welt. Aber ich bin nicht sicher, dass in diesen auch ein Raum ist mit Synagoge, Kirche und Moschee. Und die Frage ist, warum? Weil wir offen sein wollen, gerade für die Gruppen, die nicht mehr in diese Institute oder sakralen Plätze gehen. Sie können dann so in so einem Platz versuchen, ihren Weg zum Gott zu finden. Und dann haben wir in der Mitte einen runden Raum. Das ist die vollendete geometrische Form. Und da kann man sich wieder treffen. Es ist so, dass wir nur einen Haupteingang haben, wo alle reinkommen. Und dann haben wir einen gemeinsamen Raum, den wir auch gemeinsam nutzen werden. Und dann geht es zu diesen drei sakralen Räumen. Eins, zwei, drei. Ich fand die Interpretation des Rabbis interessant, dass er die Höhen aufgegriffen hat und dass er da eine Entwicklung drin sieht. Also Judentum ist hier relativ flach, dann kommt hier hinten die Kirche etwas höher, hier die Moschee. Wenn man das jetzt weiterdenkt, was kommt dann? Dann kommt die Offenheit für die Welt, die religionslos ist. Wir gehen vielleicht in eine religionslose Zukunft, aber das schreckt uns ja nicht, weil wir damit umgehen können. Wir gehen aber nicht in eine Welt, so glauben wir, ohne Gott und ohne Glauben, aber vielleicht religionslos. Insofern finde ich das, Ihre Interpretation sehr anregend, selbst wenn man sie weiterdenkt bis hier hoch. Also noch ein Wort zu Religion. Ich persönlich habe das Wort Religion nicht so gerne, weil das bestimmte Assoziationen bringt. Auf Hebräisch sprechen wir von Emunah, Vertrauen. Und ich glaube, was die Religion nennen und ich das auch benutze, damit man mich versteht, ein Vertrauen aufbauen kann zwischen Menschen, das ein säkularer Humanismus nicht kann. Und jetzt ist die Frage, warum? In einem säkularen Humanismus bin ich der letzte Maßstab. In unserer Form des Vertrauens stehen wir vor Schöpfer, Allah, Trinität. Und wir müssen auch Rechenschaft geben. Und dieses Gefühl, vorzustehen, das öffnet etwas in einem Menschen.